willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute gibt es mal ein etwas anderes Video. Ich habe dich nämlich einen Tag lang durch meinen Alltag beim Radio mitgenommen. Von morgens vom Aufstehen bis abends zum Sender verlassen. Siehst du aber meinen gesamten Tagesablauf. Falls du irgendwelche Fragen rund ums Radio hast, dann kannst du die natürlich sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben und ich werde sie in Zukunft beantworten. Und jetzt sage ich ganz viel Spaß beim Video. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Sonntagmorgen 8.30 Uhr. Ich war jetzt gerade schon duschen, habe meine Haare gewaschen und alles. Jetzt werde ich die noch föhnen und dann geht's auch schon ab in den Sender. Es ist 8.50 Uhr, meine Haare sind getrocknet, ich bin raus aus dem Haus. Ich wohne ja am Ruhrpott, aber arbeite in Berlin. Deswegen jedes Mal, wenn ich arbeite, schlafe ich bei meiner Mutter. Das hat den großen Vorteil, dass ich am Wochenende dann meistens mit dem Auto bis zum Bahnhof fahren kann. Das spart mir so ungefähr eine halbe Stunde Zeit, deswegen ist das immer sehr, sehr geil. Ich sitze jetzt also im Auto, fahre jetzt ungefähr 15 Minuten bis zum Bahnhof und dann geht's in die Bahn. Ich bin im Sender angekommen. Es hat jetzt circa eine gute Stunde gedauert, bis ich hier war. Und jetzt mache ich mich auf den Weg zu meinem Arbeitsplatz. Ich bin an meinem Schreibtisch angekommen. Wir haben es jetzt kurz nach 10. Meine Sendung geht heute von 12 bis 17 Uhr. Bei uns gibt es unterschiedlich lange Sendungen. Manche gehen 2, 3, 4 oder 5 Stunden. Also ich habe eine der längsten heute abbekommen. Das bedarf natürlich ein wenig an Vorbereitung. Ich bin immer so ungefähr 2 Stunden vor Sendungsbeginn im Sender, um einfach meine Moderation schon ein bisschen zu recherchieren. Das macht auch jeder Moderator ein bisschen anders. Mancher hat einfach so ein gutes Musikwissen, dass er sich das aus dem Ärmel schütteln kann. Ich persönlich nicht. Deswegen setze ich mich jetzt mal ran und schau mal, was ich heute so moderieren darf. Also so sieht unser Sendesystem aus. Es nennt sich DABIS 800. Damit machen wir bei uns Radio. Und ich habe mir jetzt hier drüben schon die 12-Uhr-Stunde ausgewählt. Das ist also quasi die erste Stunde, die ich heute moderieren kann. Und man sieht eben schon, hier sind quasi die Elemente erstmal drin, was den Opener angeht, Songs angeht und zwischendurch sind hier auch ein paar Elemente bzw. ein paar Informationen, was ich machen muss. Womit ich quasi meinen Tag immer erstmal starte, ist hier die sogenannte General ID, also den Opener einer jeden Stunde. Den tausche ich aus gegen meinen personalisierten Opener. Wir haben eigentlich alle Moderatoren auch einen personalisierten. Falls aber irgendwas mal damit ist, dann gibt es eben auch so neutrale. Aber hier gibt es General ID Sophie und den packe ich jetzt erstmal in jede Stunde rein, dass ich den habe. So, und wenn das erledigt ist, dann mache ich das persönlich immer so, dass ich in meine erste Stunde gehe und die Sachen, die ich mir unbedingt aufschreiben muss, ist eben meine General ID, was ich da sagen muss. Das ist immer eine verkaufte Promotion, das heißt, das muss ich auch unbedingt moderieren, was ich da sage. Und was auch immer noch ganz wichtig ist in jeder Stunde, ist hier dieser neue Song. Wir haben immer einen Song pro Stunde, den müssen wir ein bisschen ausführlicher anmoderieren. Das heißt, hierzu werde ich auch ein bisschen recherchieren zu diesem einen Song immer pro Stunde und da setze ich mich jetzt dran. Hier stehe ich jetzt in unserem B-Studio. Das ist quasi identisch wie unser A-Studio, aber hier findet eben nicht das Live-Programm statt. Das nutzen wir, wenn wir zum Beispiel Sachen aufnehmen müssen, irgendwas vorproduzieren müssen. Hier können aber auch Podcasts aufgenommen werden. Manchmal werden hier Interviews geführt. Also es ist rein technisch genau das gleiche wie das A-Studio. Ich nutze das jetzt, um meinen Service aufzunehmen, also das Wetter und den Verkehr und ähnliches. Es ist wichtig, dass das im Vorhinein aufgenommen werden muss, weil wir eben nicht nur für Berlin senden, sondern auch deutschlandweit über DAB+. Und weil ich eben nicht zur gleichen Zeit das Berliner Wetter moderieren kann und das deutschlandweite Wetter, muss das eben vorhinein aufgenommen werden, damit das dann quasi parallel ausgespielt werden kann. Heute ist es zum Glück wieder ein bisschen freundlicher als gestern. Sonne und Wolken wechseln sich regelmäßig ab, die Temperaturen. Ja, ich verspreche mich auch mal, da muss es halt nur aufgenommen werden. Heute ist es zum Glück wieder ein bisschen freundlicher als gestern. Sonne und Wolken wechseln sich regelmäßig ab. Aktuell haben wir 23 Grad. Sehr viel wärmer wird es auch heute gar nicht mehr. Tatsächlich ist es wichtig, wenn wir das Wetter aufzeichnen oder auch den Verkehr, dass wir
das relativ exakt auf eine bestimmte Länge machen müssen. Gerade weil meine Moderation ein bisschen zu kurz, also quasi ungefähr eine Sekunde zu kurz. Und das ist kacke, weil da würde dann am Ende im Programm quasi eine Sekunde lang Stille sein und das darf nicht. Deswegen war auch das nicht die gute Aufnahme, deswegen machen wir das auch jetzt nochmal. Heute ist es zum Glück wieder ein bisschen freundlicher als gestern. Sonne und Wolken wechseln sich regelmäßig ab. Aktuell haben wir 23 Grad und so viel wärmer wird es heute auch gar nicht mehr. So, das Element, was ich da jetzt gerade aufgenommen habe, das schneide ich jetzt eigentlich nur noch hinten und vorne so ein Stückchen ab, dass da quasi einfach keine Stille herrscht und damit das dann die richtige Länge hat, wenn es ins Programm eingeplant wird. Und dann speichere ich das auch schon bei uns im System ab, damit sich das System das dann nachher rausziehen kann. So, das Ganze machen wir dann jetzt auch noch mit dem Verkehr. In Mitte die Glinkerstraße, zwischen Jägerstraße und Taubenstraße, noch bis 22 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Das war das falsche Element. Mann, das läuft doch heute auch schlecht hier. In Mitte die Glinkerstraße, zwischen Jägerstraße und Taubenstraße, noch bis heute Abend 22 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Bei der S46 und S8 haben wir noch keine S-Bahn zwischen Königs Wusterhausen und Adlershof. Das dauert noch bis heute Nacht ca. 1.30 Uhr. Ansonsten kommst du überall gut durch. Ich wünsche dir eine gute Fahrt. War nicht perfekt, aber ist okay. Kann man nehmen. So, damit haben wir dann auch die Sachen aufgenommen, die wir aufnehmen müssen. Und jetzt werde ich mich noch ein bisschen zurecht machen. Ich mache das immer hier im Sender, dass ich mich schminke und meine Haare mache, einfach weil die sonst auf dem Weg hierher alles schon wieder nicht mehr ganz so schön aussieht. Deswegen machen wir uns jetzt mal auf den Weg ins Bad. Ich bin im Bad angekommen und werde mir jetzt mal ein bisschen Farbe ins Gesicht schmieren und dann auch noch meine Haare ein bisschen schön machen. I'm all the sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. A part of me wished that we never met, but you act like we never had to waste it in the bathroom of your parents' house. Now you kissed me in the backseat of a taxi ride, and we said things that were cheesy, but we meant them. There were feelings, and now you deny them. You're in love with the idea of me, but you're not in my reality. So, das ist jetzt der Look für heute. Ich weiß noch nicht, wie mir das hier oben mit diesen Haarspangen gefällt. Ich habe das heute zum ersten Mal ausgetestet. Vielleicht fallen die auch raus, weil ich das erste Mal Kopfhörer auf den Kopf setze. Kann auch sein. Aber das sehen wir mal dann. Jetzt bleibt ich erstmal so. Wir haben es jetzt 11.40 Uhr. Meine Sendung ist fertig geplant. Ich bin fertig zurechtgemacht und ich habe jetzt noch 20 Minuten, bis meine Sendung losgeht. Ich habe immer ganz gerne so einen kleinen Zeitpuffer, weil man weiß ja nie, was irgendwie passiert, für was man jetzt irgendwie doch noch ein bisschen mehr Zeit braucht oder sonst was. Deswegen bin ich immer ganz froh, wenn ich am Ende noch ein bisschen Zeit habe. Wenn ich nichts zu tun habe, dann daddel ich meistens ein bisschen am Handy rum oder ich gucke Twitch oder sonst was, weil der Übergang von einer zur nächsten Sendung ist immer so der stressigste Moment sozusagen. Am Sonntag sendet immer eine Kollegin vor mir von 8 bis 12 und ich dann ab 12. Und ja, meistens oder manchmal ist nicht so viel Zeit zwischen ihrer letzten und meiner ersten Moderation und deswegen kann das manchmal ein bisschen stressig werden, aber meistens ist es Sonntag relativ entspannt. Es ist 2 Minuten vor 12, also 2 Minuten vor Sendungsbeginn. Es war gerade ganz entspannt mit dem Wechsel, deswegen hatte ich auch Zeit, mich hier ein bisschen einzurichten. Ich komme dann immer erstmal ins Studio, lege natürlich mein ganzes Zeug ab. Dann ganz wichtig ist immer, dass ich mich anmelde hier auf unserem PC, weil hier mein Moderationssheet ist und eben die Sachen liegen, die ich sozusagen brauche, wenn ich gleich moderieren möchte. Ansonsten ist es auch noch wichtig, dass wir unser Stimmpreset einstellen. Früher gab es mal für jeden Moderator wirklich ein eigenes Stimmpreset. Mittlerweile gibt es nur noch 2 für Frauen und 2 für Männer. Da muss man eben das auswählen, was für einen persönlich am besten passt. Und dann kann es fast auch schon losgehen. Hallo, wir haben es Punkt 12 Uhr in Berlin City und morgen geht's los mit der Jennifer Streaming Week. Du gewinnst stündlich dein RTL Plus Premium Duo-Abo für Deutschlands größte Entertainment-Welt. Hol dir die angesagtesten Reality-TV-Shows nach Hause, wie zum Beispiel Der Bachelor. Los geht's schon morgen 6 Uhr in deiner Jennifer Morning Show.
Kannst du mich ausmachen, verliere ich mich jetzt. Und wenn du mich aufmachst, dann wär ich perfekt. Ich hab so oft gehofft, dass mich ein Halt der Fall tritt. Du bist ein Engel und durch dich, da werd ich heilig. Wenn's dir nicht ausmacht, verliere ich mich jetzt. Und wenn du mich aufmachst, dann wär ich perfekt. Ich hab so oft gehofft, dass mich ein Halt der Fall tritt. Ein gutes Duo sind. Das haben wir schon vor 3 Jahren gemerkt, als wir Breaking Me rausgebracht haben. Jetzt kommt ihr neuester Song. Topic A7S mit Kernkraft 400. Das ist jetzt hier bei Jam FM. Das ist deine Nummer 1 für neue Musik. Mit dem Release der Single Sehnsucht haben Nixo und MacLeod etwas geschafft, das vor ihm kein Produzentenduo aus Deutschland geschafft hat. Platz 1 der Charts. Und jetzt haben sie einen neuen Track am Start. Nachts wach heißt das coole Stück. Zusammen mit Mako, den hörst du jetzt hier ganz neu bei deiner Nummer 1 für neue Musik. Hier siehst du jetzt einmal die 4 Bildschirme, die ich in dem Moment, wo ich moderiere, vor mir zu sehen habe. Und ich erkläre dir einmal ganz kurz, was man auf dem Bildschirm sehen kann. Dieser rechts hier oben ist quasi der wichtigste. Das ist nämlich unser Sendesystem. Da bist 800. Hier sieht man quasi unseren Sendeplan, also alle Elemente, die quasi nacheinander ablaufen. Und außerdem haben wir hier drüben die sogenannte Event Base. Also da können wir auch alle Elemente, die irgendwie in unser System hinterlegt sind, greifen und ins System, also in den Sendeplan reinziehen oder ähnliches. Hier unten auf dem Bildschirm haben wir auf der linken Hälfte quasi nochmal das Gleiche. Also auch hier haben wir das Sendesystem. Auf der rechten Seite haben wir die sogenannte Card. Diese, was man hier drüben sieht, diese vier Slots sozusagen, sind diese 4 Spuren, die man hier unten quasi auf meinen Reglern sieht. Ich könnte mir Elemente hier aus dem System rausnehmen, irgendwelche Musikbetten, irgendwelche Sounds, SFX, wie jemand applaudiert oder was auch immer ich benutzen möchte. Das könnte ich mir hier drüben in die sogenannte Card reinziehen und dann über diese Spuren hier abspielen. Dann habe ich noch die 2 Bildschirme hier drüben. Links oben ist der Bildschirm, den wir quasi komplett frei bespielen können, wie wir wollen. Ich lege da zum Beispiel immer meinen Twitch-Kanal drauf, wenn ich eben gerade streame, damit ich da den Chat habe. Und ich lege dort meinen Moderationssheet drauf. Da ist zum Beispiel auch mein Mail-Programm drauf oder einfach allgemein der Browser, wenn ich irgendetwas nochmal nachgoogeln möchte zu irgendeiner Moderation etc. Und hier links unten hat man meistens das Schnittprogramm drauf. Wir können ja auch während der Sendung hier im Studio Töne aufnehmen, wie zum Beispiel unser Wetter. Wenn sich irgendwas am Wetter nochmal ändert oder am Verkehr, dann haben wir auch während der Sendung nochmal die Möglichkeit, das sozusagen neu aufzunehmen. Das machen wir ganz normal mit dem normalen Studio-Equipment. Und hier unten im System können wir die Töne dann zurechtschneiden, so wie wir sie haben wollen, und dann auch in unserem Davis 800 abspeichern. Also wenn mich jemand nach meinem All-Time-Favorite-Song fragen würde, dann ist er zwar von Linkin Park, aber er hätte immerhin den gleichen Titel wie der neue Song von Marshmello und Khalid. Nun, hörst du jetzt hier bei Jam FM. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag. Vielleicht fragst du dich ja, was man so als Moderator eigentlich die ganze Zeit im Studio macht, wenn man jetzt nicht gerade moderieren muss. Tatsächlich macht es jeder Moderator so ein bisschen anders. Ich persönlich streame normalerweise meine Radiosendung alle live auf Twitch, deswegen habe ich quasi zwischen meinen Moderationen immer was zu reden, wenn halt der Chat am Start ist. Andere Moderatoren kommen zum Beispiel nicht vor der Sendung schon, um sie vorzubereiten, sondern machen das jetzt alles immer in den Moderationspausen und überlegen sich eben, was sie in der nächsten Moderation sagen können. Wiederum andere bespielen Social-Media-Kanäle wie Instagram oder TikTok, also das macht tatsächlich jeder so ein bisschen unterschiedlich. Wenn du viel auf TikTok unterwegs bist, dann solltest du den Track hier auf jeden Fall kennen. Ist übrigens auch der perfekte Song, um am Sonntag so ein bisschen in gute Laune zu kommen. Iman, der Belly Dancer, kriegst du jetzt hier bei Jam FM. Einer jungen Frau vorbeigelaufen, die zu ihren Freunden gesagt hat, sie fände es toll, wenn der Sommer in Deutschland immer nur so 18 Grad warm wäre. Und da muss ich wirklich sagen, nee, da bin ich nicht dabei. Wir haben heute so was um die 22 Grad und ich finde einfach schon kacke, dass ich heute eine lange Jeans anziehen musste. Ich will 30 Grad, ich will schwitzen. Crow mit Traum kriegst du jetzt hier bei deiner Nummer 1 für neue Musik. Crow mit Traum. Eine Sache gibt es aber tatsächlich, die jeder Radiomoderator während seiner Sendung machen muss und die ist auch sehr, sehr entscheidend und sehr wichtig. Es geht nämlich darum, die einzelnen Elemente, die im Sendeplan liegen, miteinander zu verknüpfen. Sprich also, wir haben einfach nur Song nach Song. Man will aber zwischen den Songs irgendwie eine kleine Trennung haben. Ne? Man kennt das, wenn man mal aktiv Radio hört, dazwischen kommt dann irgendwie sowas wie Jam, FM.
Das nennt man Drop oder auch Sweeper. Und diese Elemente müssen wir eben dazwischen packen. Wir bei Jam haben das große Glück, dass die am Wochenende tatsächlich hier schon immer zwischengeplant sind. Ich lösche die aber tatsächlich raus, weil ich möchte ja den davorlaufenden und den danach laufenden Song miteinander verknüpfen. Ja, und das mache ich dann. Ich öffne die beiden Songs, ziehe mir ein Element rein, was ich als passend empfinde für die Stelle. Und dann gucken wir mal, ob es gut klingt. Ja, und so läuft das dann gleich im Radio, damit da einfach ein flüssiger Übergang drin ist und es nicht irgendwie merkwürdig klingt. Du hörst deine Nummer 1 für neue Musik. Hallo, wir haben es 13 Uhr in Berlin City. 4 Minuten nach 1 haben wir, du hörst Jam FM. Das ist deine Nummer 1 für neue Musik, ist mit James Hype und Miggy De La Rosa. Das ist Ferrari. Wenn ich meine Radiosendungen live streame, dann stehe ich tatsächlich bei den meisten Moderationen und ich werde jedes Mal wieder vom Chat gefragt, ob wir hier keine Stühle besitzen oder ob man nicht sitzen darf bei den Moderationen. Tatsächlich dürfen wir sitzen, natürlich, aber es hat einen Grund, dass sehr, sehr viele Moderatoren während ihrer Moderation stehen. Das ist nämlich einfach viel, viel besser für den Luftfluss im Körper. Wenn man sitzt, dann sind die Lungen ein bisschen mehr zusammengeknautscht und man hat einfach nicht so viel Luft, wenn man aufrecht steht und so einfach auch tief ein- und ausatmen kann. Man hat also einfach eine bessere, klarere und auch mehr Stimme. Toby Romeo durfte schon mit 15 Jahren das erste Mal auf der Mainstage des Electric Love Festivals auflegen. Es ist also wirklich kein Wunder, dass er mit seinen gerade mal 22 Jahren ein absoluter Profi im Musikbusiness ist. Toby Romeo und Leonie mit Crazy Love hörst du jetzt hier bei Jam FM. Viele Musiker warten ewige Jahre drauf, endlich erfolgreich zu werden. LF System gibt es gerade mal seit 2 Jahren, aber schon jetzt haben sie sich den Traum erfüllt, ganz oben zu stehen. Mit ihrer Single Afraid to Feel gehen sie nicht nur im Internet viral, sondern auch ganz straight auf Platz 1 der UK Single Charts. LF System mit Afraid to Feel hörst du jetzt hier ganz neu bei deiner Nummer 1 für neue Musik. Und dann erkläre ich dir auch nochmal ganz kurz unsere Pulte, die wir hier haben. Die zwei, die jetzt hier vorne in der Mitte liegen, sind sozusagen die Hauptpulte, die man für den täglichen Radiogebrauch auch braucht. Hier drüben steht noch eins, das ist aber nur so notwendig für die Farbe, welche hier bei den Lichtern sein soll, die Höhe des Tisches, unsere Stimmpresets und so. Also da muss man nicht so häufig ran. Und hier hinten steht noch eins, da liegt zum Beispiel unser Telefon drauf oder alle anderen Mikrofone im Studio. Das sind aber wie gesagt die eigentlich wichtigen. Zu dem Punkt hatte ich ja schon gesagt, 4 Spuren davon sind die sogenannten Cards. Ich persönlich fahre nicht mit den Cards, ich mache das auf eine andere Art und Weise, das macht auch jeder Moderator ein bisschen anders. Deswegen nutze ich dieses Pult überhaupt gar nicht, ich nutze ausschließlich dieses Pult hier. Hier habe ich 3 Spuren, die quasi meine Spuren sind, mit der ich mein normales Radioprogramm abfahren kann. Alle 3 Spuren sind absolut gleichwertig, nur manchmal kommt es einfach vor, dass auch 2 Elemente übereinander laufen, dass die einfach nicht schon zu Ende sind, bevor man das nächste starten möchte. Und deswegen hat man eben 3 verschiedene Spuren, damit man halt zur Not auch 2 oder sogar 3 Sachen übereinander laufen lassen könnte. Die Spur hier hinten, die ist für Soundeffekte und die ist verknüpft mit dem Pult, was man hier sieht. Das ist eigentlich ein bisschen veraltet, normalerweise sieht man das gar nicht mehr so viel in Radiostudios. Ich könnte mir auf diesem Pult hier oben auf die Tasten, die man hier sieht, auch verschiedene Soundeffekte legen. Ist quasi die gleiche Möglichkeit, die ich habe hier auf den Cards. Deswegen nutze ich persönlich auch nicht die Cards, sondern ich nutze diese Soundeffekte. Ich kann mir da unterschiedliche Elemente drauflegen, wie zum Beispiel einfach, auch wie ich vorhin schon gesagt habe, ein Applaus oder irgendeinen Ton von einem Star, sonst was ich will. Das läuft alles über diese Spur hier drüben. Und dann ist noch ganz wichtig, die Spur, die man hier ganz links sieht, das ist nämlich mein Mikrofon. Sobald ich das Mikrofon hier oben auf anschalte, leuchtet hier auch ein kleiner roter Kreis am Mikrofon und dann ist es scharf. Und das ist eigentlich schon alles, was man über die Spuren wissen muss. So, ich habe in der Stunde jetzt gerade auch noch ein TikTok aufgenommen, das geschnitten und auch hochgeladen. Und jetzt ist die 13 Uhr Stunde gleich vorbei und wir starten in die neue Stunde. Hallo, wir haben es 2 Minuten vor 14 Uhr in Berlin City. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag.
Ich habe mal wieder was Neues gelernt. Anscheinend ist es ein Marketing-Trick, viele Inhalte auf Social-Media-Kanälen zu löschen, um damit Aufsehen zu erregen und Spekulationen zu starten. Das machen relativ viele Künstler, kurz bevor sie ein neues Album droppen. So auch Ellie Goulding. 2 Jahre ist ihr Album Brightest Blue mittlerweile alt. Easy Lover ist ihre neueste Single, die uns einen kleinen Vorgeschmack auf das kommende Album machen soll. Den hörst du jetzt hier. Ellie Goulding featuring Big Sean, Easy Lover. Ganz neu bei deiner Nummer 1 für neue Musik. Wir uns doch lieben, warum tun wir uns weh? Ich weiß, ich hab's übertrieben, doch will nicht, dass du gehst. Du schreist mich an und ich geb dir die Schuld. Und der Nachbar von oben will dein Teil holen. Aber wir uns doch lieben, warum tun wir so weh? 14.18 Uhr haben wir, du hörst hier Jam FM. Das ist deine Nummer 1 für neue Musik. Und dass Topic und Acer jetzt ein gutes Team sind, das wissen wir schon seit Breaking Me. Kernkraft 400 heißt ihr neuester Track, den kriegst du jetzt hier. Schönen Sonntag! Am 4. Juni hat Post Malone sein 4. Studioalbum veröffentlicht. Das ist bisher sein kürzestes Album, dafür ist aber die Liste seiner Feature-Gäste umso länger. Für den Song hier, I Like You, hat er sich Doja Cat mit reingeholt. Den hörst du jetzt bei Jam FM. Das ist deine Nummer 1 für neue Musik. Ich bin vor ein paar Tagen auf dem Heimweg in so einen richtig schlimmen Schauer gekommen. Ich war wirklich bis auf die Knochen durchgenässt und da habe ich eine Geschäftsidee gehabt. Keine Ahnung, ob die gut ist, aber in meinen Ohren klingt die total sinnvoll. Ich finde es immer gemein, dass Fußgänger an der Ampel stehen müssen und durchnässen und die Autofahrer, die sitzen eh im Trockenen, die können doch auch ein bisschen länger warten. Können man nicht so Regensensoren an Ampeln dran bauen, dass die einfach merken, wenn richtig beschissenes Wetter ist und man tut den Fußgängern ein bisschen was Gutes und schaltet die einfach ein bisschen schneller und ein bisschen länger auf Grün? Ich persönlich fände das ja eine ganz gute Neuerung. 14.42 Uhr haben wir es. Du hörst hier Jam FM. Das ist deine Nummer 1 für neue Musik. Jetzt mit Marshmello und Khalid. Das ist Nan. Du hörst deine Nummer 1 für neue Musik. Jam FM. Hallo, wir haben es 1 Minute vor 15 Uhr in Berlin City. Also heute Morgen habe ich noch gefroren, als ich auf dem Haus bin, aber jetzt sieht das auch nach einem richtig schönen Sommertag aus da draußen. Geh also raus, falls du es noch nicht gemacht hast. Du hörst die Jam FM, das ist deine Nummer 1 für neue Musik, ist mit Clock Lock. Sorry. Falls du noch auf der Suche nach dem perfekten Song für den nächsten Roadtrip bist, dann habe ich jetzt den perfekten Vorschlag für dich. Sunroof, Nickel, You, Hersey, EP bei deiner Nummer 1 für neue Musik. My head up is Sunroof. Ava Max ist eine absolute Powerfrau. Die sucht die Probleme nämlich nicht bei sich selber, sondern sagt einfach mal, maybe you're the problem. Und so ist es einfach auch. Nicht immer die Probleme bei sich selber suchen. Ihr seid super. Gebe auf, oh, hast deine Chance verspielt. Fühl mich schwach, oh, oh, schwach und doch so verliebt. Gebe auf, oh. Haben OneRepublic ihre Single I Am Warrior veröffentlicht. Der Song ist Teil des Soundtracks von Top Gun Maverick und reiht sich in die vielen gute Laune-Songs der Band ein. OneRepublic mit I Am Warrior. Hörst du jetzt hier ganz neu bei Jam FM. Das ist deine Nummer 1 für neue Musik. 15.34 Uhr haben wir es. Du hörst Jam FM. Das ist deine Nummer 1 für neue Musik. Und wenn irgendjemand das Recht hat, seinen Song Big Energy zu nennen, dann sind das ja wohl die Powerfrauen Leto und Mariah Carey. Den hörst du jetzt hier. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag. Viele fragen sich immer, ob ich sonntags eigentlich komplett alleine im Studio bin oder ob auch irgendjemand anderes noch im Sender ist. Und ja, hier sind noch ein paar andere Leute, aber nicht viele. Wir sind ja nicht nur ein Radiosender hier in unserem Haus, sondern insgesamt 3. Jam FM, 104.6 RTL und Spreeradio. Und für all diese Radiosender sind natürlich auch Moderatoren vor Ort. Und was wir auch noch brauchen, sind Nachrichtensprecher. Nachrichtensprecher sitzen auch in ihrer Redaktion und machen uns ja frische Nachrichten, die wir für unser Programm brauchen. Aber ansonsten arbeitet nicht wirklich jemand am Sonntag hier. Meine Liebe, keine Liederin da in Berlin. Alle immer er, aber hat er nicht verdient. Er nimmt keine ES, er ist halt und mit Benzin. Chillet in seinem Auto wie in einer Limousine. Meine Liebe, keine Liederin da in Berlin. Alle immer er, aber hat er nicht verdient. Ich hatte vor ein paar Tagen einen ganz komischen Instagram-Post.
Bug. Ich habe mich nämlich über Nacht gewundert, warum ich auf einmal über 30 unbeantwortete Nachrichtenanfragen habe. Ich habe dann allerdings gesehen, dass das keine neuen Anfragen waren, sondern einfach alle Nachrichtenanfragen, auf die ich nie geantwortet habe, in den letzten 4 Jahren. Ich hatte dann also Nachrichten teilweise von 2018. Ich habe mir das alles nochmal durchgelesen. Ich habe auch ganz schön viel gelacht, muss ich gestehen. Habe mich auch wieder erinnert, warum ich auf die meisten Nachrichten nicht geantwortet habe. Und ich muss gestehen, ich habe auch diesmal wieder nicht geantwortet. Post Malone Circles hörst du jetzt hier bei Jam. Übrigens sind die Sendungen innerhalb der Woche um einiges spannender als die am Wochenende. Das liegt einfach daran, dass wir innerhalb der Woche immer Verlosungen haben. Jede Stunde zum Beginn der vollen Stunde wird ein Aufruf gemacht, der Gewinner kann anrufen und eben ein paar Songs später kommt dann der Payoff. Das heißt also, man hat da automatisch einfach schon mehr zu tun, weil man eben nebenbei auch noch eine Verlosung machen muss. Die entfällt meistens am Wochenende, da bekommen wir manche Verlosungen, aber häufig eben auch nicht und deswegen gibt es da automatisch einfach schon weniger zu tun. Jam FM. Hallo, es ist kurz vor 16 Uhr in Berlin City. Ich wünsche dir einen wunderschönen sonnigen Sonntag. Nina Chuba sollte dir mittlerweile wirklich ein Begriff sein. Seit 4 Jahren ist sie mit ihrer Musik solo unterwegs und einige können sich bestimmt auch noch an ihre Rolle bei den Pfefferkörnern erinnern. Ihr neuer Song Wildberry Lilly ist schon vor Release komplett durch die Decke gegangen und das natürlich über TikTok. Sie selbst hat in einem Video gesagt, dass ihr Daumen vom Swipen so sehr wehtut, weil sie sich jedes Video mit dem Sound anschauen möchte. Nina Chuba, Wildberry Lilly, den hörst du jetzt hier ganz neu bei deiner Nummer 1 für neue Musik. Ich will Dallas, ich will fliegen, liebe Marvel, ich will Hunger, also nehm ich mir alles von mir fehlen. Will ein Haus für meine Mama an der Küste von Tarkana, zum Frühstück Kalabies und dann Also eins haben wir bestimmt alle gemeinsam, nämlich dass wir das Wochenende einfach lieben. Und deswegen tut es mir so ein bisschen leid, dass ich dir schon sagen muss, dass es schon 4:15 ist. Also das Wochenende geht schon so langsam zu Ende. Wir genießen es jetzt aber nochmal mit Nico Santos und Weekend Lover. Also wenn ich lese, dass der Song hier schon aus 2015 sein soll, da fühle ich mich aber wirklich schlagartig alt. Demi Lovato mit Cool for the Summer hörst du jetzt hier bei Jam FM. Wir sind tatsächlich bei der letzten Moderation des Tages angekommen. Die genießen wir jetzt nochmal. 16.41 Uhr haben wir es. Du hörst Jam FM. Das ist deine Nummer 1 für neue Musik. Es sind Iman Beck und Belly Dancer. Das war's dann also auch schon mit meinem Vlog hier aus dem Radio. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal so einen kleinen Einblick in meinen Arbeitstag zu bekommen. Wie gesagt, könnt ihr sehr, sehr gerne in die Kommentare Fragen schreiben, wenn ihr irgendwelche habt. Ich versuche, die alle zu beantworten. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das Video supportet. Wie immer mit einem Daumen nach oben und einem netten Kommentar. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder.